10.000 gekriegt. Tod eines Handlungsreisenden. Die Hauptmission ist das auf dem Schiff vielleicht. Haben wir noch ein Fragment? Na komm, wir lassen Kings jetzt mal nicht so auf 100% liegen. Ach ja, Mary Read. Ich wusste doch, dass sie weiblich ist. Allein an der Stimme hat man das schon erkannt, dass sie weiblich ist. Also, war für mich von Anfang an klar. Nicht, dass ich das Spiel schon vorher kannte. Das sind alles für mich neue Sachen. Ich wusste, dass sie Mary Read heißt, weil ich das mal gegoogelt habe. Und das war, bevor ich das Let's Play angefangen habe. Also, von daher, ja. Kannst du bitte da wieder rausgehen? Oh, wie komme ich da hin? So, fast alle Fragmente haben wir. Eigentlich auf Schiff. So. Guten Abend, Captain! Ja! Captain hat das Ruder. Oh, in See stechen. Okay, wo geht's jetzt lang? Anscheinend schon waren. Nassau, ne? Perfekt, auf zur nächsten Hauptmission. Kann ich immer so behaupten. Noch ein? Rumflip diesmal. Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Hi, wir arbeiten dran. Hi. Werte Lady, sagt, wie nennt man euch? Wenn Sie nüchtern sind. Und später Kanaille. Doch niemals Lady. Nun, gütigste Anne, ich... Ein Eimer Scheiße, habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße! Das ist ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Ihr werdet sehen, merkt's euch. Das ist kein Trick, Wayne. Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns. Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Komm mit uns, Kenway. Da braut sich was zusammen. Oh. In Ermangelung einer guten Idee tauchen wir besser ab. Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was dem König sauer aufstoßen könnte. Das Sodbrennen des Königs! Nicht den geringsten Band. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu tilgen? Sieh dich um, Mann. Willst du für diese Sickergrube sterben? Ei! Es ist unsere Republik. Unsere Idee. Ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Es mag ein schmuddeliger Anblick sein. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher.
Denn wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit, Faulheit, Dummheit. Es gibt kein bisschen Unterschied zwischen hier und London, oder? Patch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei, Nassau mag aus der Ferne gut aussehen, doch an seinem Kern nagt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden, Ben, wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft, aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. Wie das denn? Mich dünkt, der nächste Doktor sitzt gemütlich in Havanna. Kein Ort, den ich aufsuchen möchte. Die spanische Flotte, die vor 2 Jahren sank, hatte Medizin an Bord. Alles versiegelt in Glasampullen. Du brauchtest eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ei, und mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Thatch. Einverstanden. Ei, ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Kenway. Denk daran, Thatch. Lass die Kanonen verkorken. Pass auf, Ben! Okay. Müssen wir ihm jetzt noch folgen, oder? Ich folge ihm einfach noch weiter. Ach so, eine Tauchglocke kaufen. Da haben wir einen Hafenmeister. Kaufen einer Tauchglocke. Have you business to contract with me? Los. Kaufen. Jackdaw Upgrades. Oh yeah. Eine Tauchglocke ist gekauft. Okay. Excellent. Good day. Of course. So. Dann heißt es jetzt wieder an Bord unserer lieben netten Jackdaw und dann mit der Tauchglocke dahin und die Medizin holen. Natürlich in See stechen. Wo geht's denn hin? Okay, dahin. Stopp! Bram! Marssegel! Groß und Bramsegel! Nice, ey. Wir sind echt schon bei... Fortschrittsanzeige. Wir sind echt schon bei Sequenz 5. Das ist nicht zum Herumspielen.
gut in Sicht, Captain! Ach ja, ich liebe das. Teilen heißt kümmern, okay. Jede Art von Entdeckung einmal mit Freunden teilen. Habe ich automatisch gemacht, kann ich nichts für. Bereue es kein Stück, mir damals die Xbox gekauft zu haben. Schade. Haltet euch fest! Obacht! Männer! Hier gibt's noch Fracht. Von Backbord, Sir! Da treibt Frachtgut, Sir! Da treibt Frachtgut, Sir! Wieder ein bisschen Reisegeschwindigkeit. Ja, natürlich nach Medizin tauchen, Junge. Hol mich der Teufel, Thatch. Das ist ein nettes Schiffchen. 32 Kanonen. Bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Ist die Leiter aufgestiegen? Und? Schon irgendwelche Medizin gefunden? Nein, nicht hier in der Nähe, leider. Doch weiter draußen gibt es Wracks, die bisher von nichts als Krabben und Korallen berührt wurden. Ich sehe sie mir an. Edward? Edward, seid ihr das? Meine Güte, die westindischen Inseln sind ein Dorf. Hallo, Barnett. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Unter Blackbeards Fuchtel wurden schon schlechtere Männer besser. Okay. Schiffswrack. Sie können nun die Tauchglocke verwenden. Die Tauchglocke erlaubte Ihnen, bestimmte Unterwassergebiete zu erreichen und zu erkunden. Zum Beispiel Schiffswracks und Chinotes. Segeln Sie dorthin und halten Sie Begriff, wenn Sie aufgefordert werden, die Tauchglocke erholen zu lassen. Gib mir etwas Fahrt! Schoten dicht, halbes Segel! Bringt jeden fetzen Stopp! Segel reffen! In die Wanden, alle Segel! Oh. Ton 6, 3 Fragmente.
Ja. Bei sowas immer ganz ruhig. So, dann zur nächsten Tauchglocke. Also Luftglocke. Oh, das kann uns jetzt ein bisschen was kosten. Oh mein Gott, ist das schön. Und zack wieder runter. Glocke. Oh, shit. Jetzt dazu. Oh nein. Hallo? Can we? Von sich sehen, ne? Ja, jetzt schnell zur Tauchglocke. So, das haben wir auch zu 100% geschafft. Auch oh, perfekt. Eine Kiste, versteckt unter einem Schwarm Haie. Leider ist das Elixier darin schon verfault. Verdammte Pest. Cholera. Müssen wir nun Medizin stehlen?
vergiss das Pardon, Thatch. Subtil bleiben. Sagt Hornigold, ein Pirat, der nun zu stolz ist, sich so zu nennen. Ja, er zieht Vorsicht den Kanonen vor. Vorsicht ist nichts ohne Charisma. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auf wie der Teufel, werden sich ihm alle beugen. Und du wärst dann der Teufel? Für das Publikum. Alles Theater. Gib deiner Beute etwas zu fürchten. Etwas Höllisches. Aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um Gnade an. Oh Gott. Sieht gut aus. Klar, du bist das. Solltest du einen leisen Weg kennen, um die Medizin zu kommen, sag es schnell. Ansonsten kümmere ich mich darum. Oh yeah. Perfekt. Der Wind zwei Zähne kämpfen. Da ist etwas im Wasser. Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten. So, ich frage mich halt, wenn wir mal wieder in die Gegenwart kommen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Gehen wir da jetzt hin? Bin gespannt. Ich nehme mich am besten mal dahin. So, Salty Lagoon. Dann haben wir es ein bisschen schneller. Großsegel, los geht's! Teufels Advokat. Was zum Teufel ist hier geschehen? Ein Angriff? Aber von uns. Es war Blackbeard, der zuerst schoss. Er griff eine britische Man-O-War an, der Idiot. Warum in Gottes Namen? Er sucht noch nach Medizin. Er ist durchgedreht, wenn du mich fragst. Ich hole ihn heim. Lass ihn, Mann! Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Die Hauptsegel in den Wind! Volle Segel, Bewegung! Allen Schotthorn an die Schoten! Jetzt gucken, wo das auf der Karte ist. Bin ich weit weg. Ich hab Blackbeard wirklich gelebt hat. Leesegel einholen! Alle Segel, sie verträgt das! Mit! Captain, da hinten ist ein Wrack. Sieht frisch aus. Ich sehe es. Hoffen wir, dass Thatch nicht dasselbe Ende fand. Mit! Mann! Das läuft langsam aus dem Ruder. Ein Dutzend Kisten Medizin sollten doch zu finden sein. Das habe ich nicht gemeint. Sondern Thatch und Hornigold und ihren sinnlosen Kleinkrieg. Magst du es nicht? Oh doch, ei. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste für die Leute in Nassau. So ist das auch der beste Kurs für uns? Eine Stadt retten, die nicht viel wert ist? Wir sind alles keine Regenten. Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Wo immer wir sind. Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reichtum, nicht Politik. Fänden wir das Observatorium.
hätten wir genug Geld, um ganz England zu kaufen. Dann würden wir über diese Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauern. Das sind große Worte, Captain. Aber segelst du für deine Crew oder für dich selbst? Ich will das Beste für die Männer, Adi. Wirklich. Aber das schmeckt mir nicht. Als lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst. Shit. Shit. Gegner feuert! Achtung, Edward! Bin er jetzt gegangen? Iran aus dem Wind! Vorsegel! Halbes Segel, fangt etwas Wind ab! Gegner feuert! Perfekt. Wo ist denn der Bastard? Harry, beeil dich, Mann! Die Klippe zerreißt uns, Sir! Hält noch, aber schwer beschädigt! Zimmermann muss das flicken! Topsegel werfen! Segel! Öffnet die Hauptsegel! Dagen festziehen in den Wind! Mehr Segel! Alle Segel! Setzt! Wir haben es Escort. Raus aus der Bö! Alle Segel, sie verträgt das! Feind! Oh, da sind Steine. Oh, shit. Die Queen Anne's Revenge ausfindig machen. Jetzt mal angucken. Ah. Das müsste sie sein. Oder? Blöd. Das ist sie. Ade, sieh da! Das ist sie, Captain, die Queen Anne's Revenge. Und sie sieht nicht gut aus. Keine Abstimmung. Thatch ist unterlegen. Die Crew wird verstehen. Auf die Station, Leute! Wir segeln in die Hölle! Greff die Top- und Bramsegel! Thatch wird überwältigt. Ich gehe an Land. Und ich lasse sie mir doch heißen. Danke, Ade Wally. Adi,
sich das Bücherlesen auch auf ein solches Gewimmel vorbereitet, Meister Brunnen? Oh, nicht im geringsten, nein. Eines ist sicher, man lernt mehr aus Taten als aus Büchern. Vergiss das nicht. Oh Gott! Bitte! Bleib standhaft, Bonnet! Die Waffen bereit und den Rücken zur See! Du bist in ein Wespennest getreten, Thatch! Im Dienste einer guten Sache! Medizin meinst du hoffentlich? Ei! Eine Kanone! Wenn wir die Rotröcke loswerden, holen wir sie vielleicht ein! Subtile liegt dir nicht, oder Thatch? Sanftmut erschafft nun mal keine Legenden. Und jetzt? Gentlemen, unsere Galeone ist wieder da. Achtung! Zu meinem Schiff, so schnell es geht. Die entkommt mir nicht wieder. Oh, das ist zu viel. Ich bring dich zurück zu Jackdaw, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst brauche ich einen Steuermann. Keine Mörser? Lass sie nicht aus den Augen! Schlecht. Halt auf sie zu, Kenway! Meinst du so? Einfacher Mann und kein Mörder. Und hättet ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht bluten. Friss Haifisch, Dreck, Großmaul. Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston. Der König versprach ein Pardon. Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Tempel. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo? Waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Triff mich in Charlestown. Heute in einem Monat. Okay.
Gut. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wie das Video schaut. Es hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Ja, wir haben jetzt als nächstes wirklich Charleston auf der To-Do-List. Die Sache befindet sich da. Ich würde sagen, ihr seht das morgen auf YouTube weiter und die Leute, die im Stream zugucken, wir sehen uns spätestens Donnerstag, wenn es wieder heißt Assassin's Creed Black Flag, also 4 Black Flag. Hat wieder mega viel Spaß gemacht. Bis dann. Ciao.